Ja, liebe Patientinnen und Patienten, ganz liebe Grüße heute am Dienstagnachmittag für unseren zweiten Patientenpodcast im Februar 2020. Ich freue mich, dass Sie alle wieder dabei sind. Wir hatten ja im Januar uns mit dem Thema Covid-19 und Impfung beschäftigt. Leider gibt es dort keine großen Neuigkeiten. Der größere Teil unserer Bevölkerung sowie auch die MS-Patienten wartet noch auf die Verfügbarkeit von Covid-19-Impfstoffen. Bei uns im Zentrum haben etwa 20 Patienten, das sind Patienten, die in der Altenpflege oder auch im Krankenhaus tätig sind, haben die Impfung ohne Probleme überstanden. Auch ich habe meine zweite Impfung gut hinter mich gebracht. Allerdings müssen wir uns da noch etwas gedulden. Wir hatten ja gesagt, dass wenn Impfstoff verfügbar ist, dass Sie dann bitte mit uns Kontakt aufnehmen, da wir den Impferfolg gerne dokumentieren wollen. Wir werden eine kleine Laborstudie daran koppeln, um insbesondere auch zu sehen, wie lange der Impfeffekt anhält. Wir versuchen auch selbst Impfstoff zu bekommen, aber wie gesagt, im Moment ist das alles sehr problematisch. Ich hoffe, dass ich in einem Monat davon mehr berichten kann. Umso mehr ist es, glaube ich, gut, dass wir uns mit dem Thema Sport und MS beschäftigen. Gerade in Lockdown-Zeiten ist es sehr wichtig, dass wir uns trotzdem körperlich betätigen. Und da bin ich extrem froh, dass ich heute Herrn Professor Zimmer ansagen darf, der in meiner Heimatstadt Dortmund aktuell als Professor arbeitet. Er hat eine lange wissenschaftliche Karriere, obwohl er noch sehr jung ist, hinter sich an der Sporthochschule in Köln. Das ist ja sozusagen für die Sportwissenschaften eine Kaderschmiede und ist jetzt eben halt nach Dortmund gewechselt und beschäftigt sich dort schwerpunktmäßig mit dem Thema Sport und MS. Und wir alle wissen, was Sport eben halt für wichtige Effekte haben kann. Und Professor Zimmer wird uns in der Folge ein bisschen in die Welt des Sports hinsichtlich der multiplen Sklerose entführen. Und ich freue mich ganz sehr, dass wir ihn in Dortmund begrüßen. Schalten wir also hinüber nach Dortmund und ringfrei für Sie, liebe Herr Zimmer. So, ja, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Vielleicht geben Sie mir einmal eine ganz kurze Rückmeldung, ob Sie mich schon vernünftig hören können. Ja, wir können Sie gut hören, Herr Zimmer. Hervorragend. Dann würde ich jetzt meinen Bildschirm teilen, dass Sie auch meinen Vortrag zu Gesicht bekommen. Das machen wir so und dann machen wir das noch groß. Und jetzt sollten Sie das auch sehen, korrekt? Ja, perfekt. Hervorragend. Also, dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich für die freundliche Einführung. Ich hätte Ihnen gerne auch so ein schönes Video über Dortmund gezeigt, aber Dresden ist vermutlich, Herr Ziemsen weiß das besser als ich, die schönere und repräsentativere Stadt. Von daher verzichte ich auf das Video von Dortmund. Zudem, Herr Ziemsen ja gerade ja auch erwähnt hat, dass ich in Köln lange gearbeitet habe und de facto aktuell auch nicht in Dortmund bin, sondern gerade in meinem Büro, in meinem alten Büro in Dortmund, in Köln an der Sporthochschule. Das macht die Corona-Krise ja möglich aktuell. Ja, ich freue mich, Ihnen heute einen Übersichtsvortrag zum Thema Sport und MS zu halten. Und ich möchte Ihnen, das ist mir ganz wichtig, nicht nur zeigen, dass Sport irgendwie wichtig ist oder hier eine gewisse Rolle spielt, sondern mir liegt vor allem immer daran viel, Ihnen zu zeigen, hier passiert auch was im Körper. Und das bildet sich vielleicht nachher auch irgendwie psychologisch ab und hat schöne Effekte auf die Befindlichkeit. Aber das, was wir machen, ist weit weg davon, irgendwie nur ein bisschen an der Lebensqualität von Menschen schrauben zu wollen, egal ob jetzt mit MS oder mit anderen Erkrankungen, sondern wir haben hier physiologische Effekte und die können unter Umständen sogar den Krankheitsverlauf beeinflussen. Und das möchte ich Ihnen heute hier so ein bisschen näher bringen und Ihnen die Relevanz dieses Themas so ein bisschen erörtern. Gut, und ich denke, Fragen werden wir dann im Nachhinein klären. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die gerne in den Chat rein. Ich kann jetzt parallel nicht reingucken, aber wenn ich dann fertig bin, können wir das nachher gerne in der großen Runde besprechen. Genau, Herr Zimmer, hier ist Anja. Das übernehme ich dann. Also ich notiere mir alle Fragen und präsentiere die Ihnen dann am Ende Ihres Vortrags. Ja.
Dann müssen Sie sich nicht drum kümmern. Gut, alles klar. Dann legen wir los. Wenn wir uns mit dem Thema Sport und MS beschäftigen und uns da mal sehr, sehr wissenschaftlich der ganzen Materie nähern und diese Begrifflichkeiten in so wissenschaftlichen Datenbanken eingeben wie PubMed, das habe ich hier links mal getan, dann sehen wir, wenn wir solche Suchwörter eingeben, dass wir im Prinzip ganz ähnlich wie bei Corona leider Gottes am Anfang auch so einen exponentiellen Anstieg der Veröffentlichungen haben, die sich mit diesem Thema Sport und MS auseinandersetzen. Und das ist ja zunächst mal sehr, sehr positiv, weil sich dort anscheinend dann was bewegt. Das heißt, hier sind anscheinend mehrere Gruppen weltweit bestrebt, dieses Thema zu erforschen, und es scheint auch eine gewisse Relevanz zu haben. Und das ist zunächst mal schön. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass wenn wir mehr Daten erheben und mehr Studien durchführen, wir natürlich auch die Evidenz für bewegungstherapeutische oder Sportmaßnahmen letztendlich verbessern. Und das ist ja das, was wir am Ende des Tages brauchen, um eben Bewegungsinterventionen möglichst standardisiert in bestimmte Leitlinien hineinzubekommen und um letztendlich auch Programme, die sich vielleicht außerhalb der Reha irgendwie befinden, von Krankenkassen zum Beispiel subventioniert zu bekommen. Und genau deswegen ist, glaube ich, unsere Arbeit sehr wichtig. Und was ich Ihnen hiermit andeuten wollte, ist einfach, dass wir daran sehr, sehr hart arbeiten. Das ist die positive Nachricht. Die schlechte Nachricht ist das, was hier unten abgebildet ist. Und das betrifft natürlich nicht nur Menschen, die von MS betroffen sind, sondern das betrifft auch ganz viele andere klinische Populationen, aber natürlich auch den deutschen Durchschnittsbürger. Wir bewegen uns zu wenig und Bewegung ist extrem wichtig. Und alle reden immer vom Bewegungsmangel und von zu wenig Sport. Das Problem ist, dass Inaktivität per se schon ein alleiniger Risikofaktor ist. Nicht nur für die Entstehung, sondern auch für den Progress von ganz vielen Erkrankungen. Das heißt, immer wenn ich Ihnen heute erzähle, dass Sport gut und wichtig ist, dann meine ich das auch genauso. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass Inaktivität nicht darüber hinaus immer zu vermeiden ist. Also das sind zwei Paar Schuhe und der Durchschnittsdeutsche sitzt jeden Tag 8 bis 12 Stunden und bewegt sich ungefähr 28 Minuten am Tag. Und das ist natürlich viel, viel zu wenig. Und das ist ein Grund dafür, warum wir auch gesundheitlich an ganz vielen Punkten nicht so ordentlich dastehen. Das heißt, dieses Bewegungsmuster, das sollten wir vermeiden. Und ich möchte Ihnen auch nachher oder jetzt im Folgenden erzählen, warum das so ist. Und das auch so ein bisschen auf die MS beziehen. Hier habe ich Ihnen mal, um beim Thema Evidenz zu bleiben oder Beweislast, warum Bewegung gut ist, eine Übersichtsarbeit mitgebracht über Übersichtsarbeiten. Das heißt, hier sind eine ganze Reihe von Übersichtsarbeiten zusammengefasst worden und man hat sich verschiedene Maßnahmen im Kontext der MS angeschaut, zu verschiedenen Zeitpunkten, also von Betroffenen, die sich irgendwie in der Klinik befinden, die vielleicht an ambulanten Reha-Maßnahmen teilnehmen oder im Prinzip an Menschen, die ganz normal im Alltag sind. Und diese Maßnahmen reichen von der Telerehabilitation über die Pferdetherapie über Verhaltenstherapien bis dann eben hin zum Sport. Und was hier auffällig ist, und das ist eigentlich das Einzige, was ich Ihnen hier mit dieser Folie auch sagen möchte, ist, dass die grünen Pfeile, die Sie hier sehen, für eine gute Evidenz sprechen. Das heißt, dort, wo diese Pfeile hier grün sind, wie hier zum Beispiel oder hier, dort scheinen eine solide Studienlage zu sein, die darauf hinweist, dass diese Art der Therapie einen positiven Effekt hat. Und wenn die Pfeile orange oder sogar rot werden, dann ist die Evidenz eben verhältnismäßig gering. Und warum ich Ihnen das zeige? Ganz einfach deswegen, weil fast überall da, wo Sport auftaucht oder Exercise im Englischen oder Physical Therapy, also hier zum Beispiel oder hier, da sehen wir grüne Pfeile. Das bedeutet, Sport scheint im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Maßnahmen, die im Prinzip in der Reha angeboten werden, der MS eine gute Evidenz aufzuzeigen mit Blick auf die Effizienz und die Effektivität. Und das ist auch das, was ich Ihnen hier erzählen wollte. Der Vorteil, Sport hat mit Sicherheit den ganz tollen Effekt, dass es eben ganzheitlich wirkt. Es gibt immer so diesen schönen Spruch bei den Sportwissenschaftlern und bei den Sportmedizinern, dass es, wenn es ein Medikament geben würde, das all die Eigenschaften von Bewegung und Sport vereint, dass im Prinzip jeder Mensch dieses Medikament kaufen würde oder dass es allen zugänglich gemacht werden müsste.
Das ist Sport aber. Und leider Gottes partizipieren doch verhältnismäßig wenige Menschen in ausreichendem Maße an dieser wunderbaren Maßnahme. Das heißt, der Vorteil ist mit Sicherheit von Sport, dass es eben nicht eindimensional wirkt, sondern mehrdimensional. Da gehe ich dann nachher noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Und der Nachteil mit Blick auf die MS, und auch das muss man natürlich ehrlicherweise sagen, ist, dass bewegungstherapeutische Maßnahmen nicht im gleichen Maße für alle Betroffenen im Prinzip in Frage kommen. Das heißt, wenn wir uns über schwere Verlaufsformen unterhalten oder starke Einschränkungen, die vielleicht vorherrschen, also wenn jemand zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, dann ist es für diese Menschen wahrscheinlich schwierig, an einem hochintensiven Intervalltraining teilzunehmen, was ich für extrem effizient halte. Das bedeutet, da muss man dann auch so ehrlich sein und gucken, wie kann man solche Maßnahmen optimieren, um sie dann auch möglichst vielen zugänglich zu machen. Aber das ist mit Sicherheit eine kleine Einschränkung an dieser Stelle. Gut, ich fange an mit einem Thema, was ja gerade so ein bisschen fancy ist, was auch gerne genutzt wird, gerade in Corona-Zeiten. Es ist so, dass jeder zweite Mensch, vor allem hier in der Sporthochschule in Köln, aber auch bei den Sportlern in Dortmund mit irgendwelchen Activity-Trackern rumläuft und Bewegungen im Fernsehen macht und mit irgendwelchen Apps. Und dann ist immer die Frage, wie effizient sind solche Maßnahmen? Also bringen sie was? Und diese Meta-Analyse, diese sehr kleine zugegebenerweise, also man sieht hier, gehen sehr wenige einzelne Studien ein, hat das Ganze mal untersucht. Also hier wurden einzelne Studien zusammengefasst und es wurde geschaut, ob diese Telerea-Maßnahmen, diese Exergaming-Geschichten und App-basierte Trainingsmethoden eigentlich wirklich was bringen. Und die Frage ist immer, bringen mit Blick auf was? Was hier im Prinzip das primäre Ziel war, war zu überprüfen, ob diese Maßnahmen sich auf die Gehstrecke oder die Gehdistanz auswirken. Und man muss dann recht ernüchternd feststellen, dass die wenigen Studien, die es gibt zu der Thematik, keinen Effekt zeigen. Das heißt, das muss man ganz ehrlich sagen, bislang sind diese Telerea-Maßnahmen und technologiebasierten Programme verhältnismäßig erfolglos. Das heißt nicht, dass das nicht funktionieren kann und dass da nicht sehr, sehr viel Potenzial ist, aber bislang sind diese Geschichten noch nicht ausgereift genug. Das muss man schon so attestieren. So viel vielleicht an dieser Stelle. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Programme gibt, auch gerade vor allem jetzt aktuell, die nicht sehr, sehr gut gemacht sind. Also wenn ich das jetzt bei Kollegen anschaue, bei Patientenpopulationen, bei verschiedenen, ich habe auch viel mit Krebspatienten zu tun, es gibt eine ganze Reihe von Online-Angeboten, auch bei YouTube zum Beispiel, die sehr professionell gemacht sind und die durchaus auch dazu geeignet sind und anleiten, zu Hause im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer ein Training durchführen zu können. Und auch dafür brauche ich nicht immer einen ausgebildeten Sporttherapeuten. Das heißt, die Anleitung und die Qualität dieser Videos ist mitunter schon sehr, sehr gut. Dann kann man sich fragen, und das geht jetzt so ein bisschen weg von diesen Telerea-Maßnahmen, wie gut ist eigentlich die Evidenz für harte Endpunkte, die auch für Betroffene relevant sind? Und die naheliegendsten Endpunkte für Sportmediziner und Sportwissenschaftler sind natürlich Faktoren wie die Kraft und die Ausdauer. Sie werden nachher sehen, dass das in meiner Arbeit eher eine untergeordnete Rolle spielt, weil ich davon ausgehe, dass wenn ich einen Organismus, zum Beispiel den menschlichen, trainiere, dass er sich dann anpasst und besser wird. Und beim Sport, wenn ich ein Ausdauertraining mache, sollte ich ja davon ausgehen können, dass die Ausdauer erhalten oder eigentlich verbessert werden kann. Und das ist auch das, was diese Meta-Analyse hier zeigt. Die ist von 2016. Also es gibt noch eine ganze Reihe von Studien, Einzelstudien, die in den letzten 5, 6 Jahren durchgeführt worden sind oder in den letzten 5 Jahren, die man da dazu packen könnte. Und die zeigen eindeutig, durch ein Ausdauertraining, egal welcher Art, kann ich die Ausdauer von Patienten verbessern. Und damit übrigens auch die Gehstrecke. Und auf der anderen Seite, neben der Ausdauer, gibt es natürlich eine zweite ganz wichtige sportwissenschaftliche Kenngröße, und das ist die Kraft. Und auch die spielt natürlich bei der MS eine große Rolle. Und hier sieht man genau das Gleiche. Also die Studien, die es zu diesem Zeitpunkt damals gab, weisen alle eindeutig darauf hin, dass durch ein Krafttraining, egal wie das jetzt erstmal geartet ist, in Summe durchaus signifikante positive Effekte zu verzeichnen sind. Und das ist natürlich auch nachher klinisch relevant. Gar keine Frage. Gut,
Jetzt habe ich gerade gesagt, Ausdauertraining verbessert die Ausdauer, aber, und das ist was, was mir ganz wichtig ist und auch am Herzen liegt, es ist eben nicht so, dass jedes Ausdauertraining gleich effizient ist. Und ich weiß nicht, inwieweit Sie mit meiner Person vertraut sind oder mit dem, was wir machen. Ich beschäftige mich sehr viel damit, welchen Einfluss Sport auf das Immunsystem hat und das eben auch im Kontext MS. Und wir wollen eben nicht nur wissen, was macht Bewegung gegen keine Bewegung, weil das ist nichts Neues. Wir wissen, dass Bewegung den Menschen gut tut, sondern wir wollen wissen, welche Art von Bewegung ist am effizientesten. Weil wir wollen ja letztendlich maßgeschneiderte Bewegungsprogramme, wenn ich Sport als Medikament verstehe, dann spricht man auch von Targeted Medicine, unseren Studienteilnehmern und auch unseren Patienten, die wir beraten, im Prinzip zukommen lassen. Und vor dem Hintergrund stellt sich uns häufig die Frage, wie sieht denn so ein Bewegungsprogramm optimalerweise aus? Und das können wir natürlich nur dann mit einem guten Gewissen auch empfehlen, wenn wir es vorher in Studien evaluiert haben. Und hier habe ich Ihnen mal Ergebnisse aus zwei größeren randomisierten, kontrollierten Studien, also aus qualitativ hochwertigen Studien, die einem ähnlichen Standard entsprechen wie Arzneimittelstudien, präsentiert, wo zwei Ausdauerprogramme gegeneinander gelaufen sind. Also es sind aus zwei Studien gepoolte Ergebnisse. Sie sehen die blauen Balken, das sind Menschen, die hier an einem hochintensiven Intervalltraining teilgenommen haben. Das ist verhältnismäßig kurz, so knapp 25 bis 30 Minuten. Und auf der anderen Seite haben wir in Rot in dieser Abbildung die Menschen, die in die andere Gruppe randomisiert worden sind und die haben an einem leicht bis moderaten Ausdauertraining teilgenommen. Und was Sie dann hier sehen, abgetragen auf der Y-Achse, ist die Ausdauerleistungsfähigkeit. Und Sie sehen hier auch solche gestrichelten Linien oben und unten. Das sind im Prinzip so die Bereiche, wo man sagt, das könnte ein Messfehler sein. Alles, was über diese Linie hier drüber geht, kann man sagen, das ist schon klinisch relevanter Zuwachs an der Ausdauerleistungsfähigkeit. Und das, was hier nach unten geht, wäre eine klinisch relevante Abnahme der Ausdauerleistungsfähigkeit. Lange Rede, kurzer Sinn. Was sieht man? Scheinbar scheinen beide Arten von Ausdauertraining hier einen positiven Effekt in Summe zu bringen. Also ein überwiegender Anteil geht hier nach rechts weg bei diesem Waterfall-Plot, bei diesem Wasserfalldiagramm. Aber man sieht auch, dass die intensiver trainierenden Studienteilnehmer, also diese blauen Balken, hier tatsächlich überlegen sind mit Blick auf den Zuwachs. Und damit möchte ich sagen, es ist eben nicht egal, wie wir uns belasten, also besser Sport als kein Sport, aber die Art der Belastung und hier die Intensität spielen scheinbar eine ganz gewichtige Rolle. Und das werde ich Ihnen im Folgenden dann auch versuchen, immer wieder im Prinzip darzulegen. Gut, dann ein zweiter Punkt, abgesehen von der körperlichen Leistungsfähigkeit, der natürlich auch ganz wichtig ist, dass eine ganze Reihe von anderen Symptomen auftreten können im Kontext der multiplen Sklerose. Und eins, was Sie mit Sicherheit kennen, ist diese Müdigkeit, diese Anhalten, dieses Fatigue-Syndrom, das nicht spezifisch für die MS ist. Das gibt es auch bei einer ganzen Reihe von anderen Erkrankungen. Das Problem ist, man weiß nicht wirklich, wo dieses Phänomen herkommt. Also es gibt eine ganze Reihe von Theorien und auch Therapieansätzen, aber nichts ist so richtig erfolgsversprechend. Eine der wenigen Maßnahmen, die eigentlich eine sehr, sehr solide Evidenz hat, dass sie im Prinzip dieses Fatigue reduzieren kann, nicht nur bei der MS, sind bewegungstherapeutische Maßnahmen, also Sport. Und das ist eine Studie, die wir mit Kollegen im Iran gemacht haben. Hier haben wir auch eine randomisierte, kontrollierte Studie gehabt, in die 66 Menschen mit dieser Verlaufsform hier eingeschlossen worden sind. Und dann haben wir diese Menschen nochmal unterteilt bzw. stratifiziert danach, ob sie übergewichtig waren oder nicht, weil die Hypothese auch so ein bisschen war, dass das Übergewicht hier nochmal eine entscheidende Rolle spielen könnte. Und was man hier sieht, ist der Fatigue-Score, der hier mit einem Fragebogen erhoben worden ist. Und man sieht, dass sowohl die normalgewichtigen Probanden, die hier Sport getrieben haben, als auch die übergewichtigen Probanden, die Sport getrieben haben, in diesem, auch übrigens ein intensives Ausdauertraining, hier eine Verminderung dieses Fatigue-Scores aufweisen. Und im Gegensatz dazu steigt, nicht viel verwunderlich, die Ausdauerleistungsfähigkeit. Die geht hoch, wenn ich Ausdauertraining mache in diesen beiden Gruppen. Das war ja nichts Neues. Aber was eben hier ganz spannend ist, dass die Veränderung
dieser Fatigue-Scores hier ganz links abgebildet und die Veränderung der Ausdauerleistungsfähigkeit hier in der Mitte sehr schön miteinander korrelieren, das heißt zusammenhängen. Man kann nicht sagen, dass das kausal ist, dafür reicht diese Art der Analyse nicht aus, aber es scheint zumindest einen Zusammenhang zu geben. Und die Menschen, die hier fitter geworden sind, haben gleichzeitig ihr Fatigue signifikant reduzieren können. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aussage. Ein weiteres Symptom neben der Müdigkeit, neben dem Fatigue, ist dann eben sind kognitive Defizite oder kognitive Einschränkungen, über die sehr, sehr viele Betroffene klagen, früher oder später. Und das ist tatsächlich was nicht so ganz trivial zu messen ist, weil wir beobachten ganz oft, dass wenn wir Menschen fragen, hast du Konzentrationsschwächen oder hast du Gedächtnisprobleme zum Beispiel, dass die Menschen das subjektiv empfinden, dass es aber häufig mit Testverfahren objektiv nicht ganz so leicht abbildbar ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es eben in Studien auch sehr schwierig ist, geeignete Testverfahren zu finden. Es gibt glücklicherweise im MS-Bereich auch Testbatterien, die verhältnismäßig gut validiert sind, also objektive Testungen, zum Beispiel die BICAMS, das ist so eine Testbatterie, die wir auch dann in Studien nutzen. Und hier haben wir mal einen Test daraus rausgenommen, auch aus einer Studie, die wir in Kooperation mit Kollegen in der Schweiz durchgeführt haben. Und hier sehen wir, dass das verbale Gedächtnis, das ist so ein Verbal Memory Test, in dieser Gruppe hier sich verbessert und in dieser gestrichelten Gruppe hier scheinbar gleich bleibt. Das ist die gleiche RCT gewesen, von der ich Ihnen vorher schon die Ausdauerdaten präsentiert habe. Und was hier eben ganz spannend ist, dass diese Gruppe hier ja auch Sport getrieben hat. Das ist also keine passive Kontrollgruppe, sondern die haben sich im Prinzip nach so einem Standard-Reha-Programm bewegt. Und diese Gruppe hat hier im Prinzip dieses hochintensive Intervalltraining gemacht. Und man sieht, der Zuwachs beim verbalen Gedächtnis ist in dieser Gruppe hier deutlich größer. Das ist insofern ganz interessant, als dass diese Studie die Kognition auch als primären Endpunkt hatte und auch darauf gepowert war. Und das haben bis dahin verhältnismäßig wenige Studien gemacht. Und mit Blick auf die Aufmerksamkeit sieht man andersrum, dass mit Blick auf die Fehler in diesem Aufmerksamkeitstest die Gruppe, die hier hochintensiv trainiert hat, auch besser abschneidet über den Verlauf als die Gruppe, die hier im Prinzip nur so ein Standardprogramm bekommt. Also vorsichtig formuliert erste Hinweise darauf, dass sich Bewegung tatsächlich auch positiv auf die kognitive Leistungsfähigkeit auswirkt. Und jetzt kommt das Aber. Wir haben letztes Jahr eine Meta-Analyse durchgeführt. Das ist auch so eine Übersichtsarbeit, wo wir diese Studien mal zusammengefasst haben. Und wenn man all diese Studien, die bis dato gemacht worden sind und auch publiziert worden sind, sich betrachtet, dann stellt man fest, das ist diese rote zusammenfassende Raute hier unten, dass man im Mittel über diese Studien eigentlich keinen großen Effekt auf die Kognition messen kann. Das ist der Stand jetzt. Das wird auch mit Sicherheit damit was zu tun haben, dass eine ganze Reihe von methodischen Limitationen in diesen Studien vorliegen. Die haben teilweise nicht adäquate Kontrollgruppen, viel zu viele Testungen, die sie machen und so weiter und so fort. Also ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber Stand jetzt ist, dass wir auf die Kognition bei den Patienten laut Datenlage keinen großen Einfluss haben. Mir geht es ja immer darum, dass ich das Ganze seriös verkaufen will. Also der Kliniker würde sagen, oh mein Gott, jetzt erzählen Sie nicht, dass Sport hier nichts bringt. Aber mir geht es darum, ich will Ihnen ja ehrlich zeigen, wie ist die Evidenz, was zeigen die Daten, wo kann Bewegung wirklich was beisteuern und wo ist die Datenlage vielleicht noch so ein bisschen fragwürdig. Ne? Und das ist eben auch Teil der Wahrheit. Okay, und dann kann man sich dieser ganzen Geschichte natürlich auch noch aus einer ganz anderen Richtung nähern. Man kann auch den Patienten oder den Betroffenen erstmal fragen, wie fühlst du dich eigentlich? Und das hat erstmal gar nichts mit Sport zu tun, aber ich werde Ihnen gleich zeigen, an welcher Stelle Bewegung und Sport hier einsetzen. Das ist eine sehr schöne Arbeit gewesen aus Belgien und die Kollegen und Kolleginnen haben hier Interviews geführt mit Betroffenen. Und haben dann im Prinzip in diesem strukturierten Interview versucht herauszukristallisieren, welche Wahrnehmung
Menschen mit MS mit Blick auf ihren eigenen Körper haben. Und da sind so ein paar Kernpunkte rausgekommen, die habe ich Ihnen hier aufgeführt. Also eine gewisse Unsicherheit in den eigenen Körper. Das hat sich dann verbal so geäußert, dass die Menschen eben nicht berichtet haben, ich kann, sondern ich könnte vielleicht, und das auch mit einem Verlust von Spontanität einhergegangen ist, die Wertschätzung in den eigenen Körper teilweise verloren geht, teilweise aber eben auch durch positive Körpererlebnisse bewusster wahrgenommen werden. Und das ist natürlich sehr eng assoziiert mit der Achtsamkeit. Das heißt, wenn irgendwas kribbelt oder irgendwas nicht im Lot ist, dass das sehr viel schneller wahrgenommen wird. Und zu guter Letzt so eine gewisse Entfremdung von Körper und Geist. Philosophisch würde man das dualistisch nennen, also einen dualistischen Blick. Das bedeutet so eine Entfremdung von Geist und Körper. Und das war zunächst mal das, was hier in diesem Interview im Prinzip so sich als Hauptergebnis dargestellt wurde. Und was ich eben spannend fand daran, und deswegen zeige ich Ihnen das Ganze auch, dass immer wenn die Betroffenen hier von Sport geredet haben und von Bewegung, und darauf hat dieses Interview überhaupt nicht abgezählt, auf einmal diese Faktoren hier irgendwie positiv dargestellt worden sind. Das heißt, Sport hat scheinbar dazu beigetragen, bei ganz vielen Unsicherheiten zu überwinden, eine Wertschätzung in den eigenen Körper zu bekommen, vor allem durch diese positiven Körpererlebnisse, die ich vorher schon mal erwähnt hatte, und auch dieser Entfremdung von Körper und Geist vor allem entgegenzuwirken. Und das zeige ich Ihnen eben genau deswegen, weil sich damit natürlich Bewegung, und das ist die Quintessenz davon, und auch das zeigt hier eine Meta-Analyse, sich eben positiv auf die Lebensqualität von Menschen mit MS auswirkt. Dazu gibt es eine Reihe von Studien. Und was wir hier sehen, sind Effektstärken, also wenn man das hier zusammenfasst, die klinisch relevant sind und wirklich sehr, sehr groß. Das heißt, Bewegung scheint nicht nur ein bisschen die Lebensqualität zu verbessern, sondern scheint sich massiv auf die Lebensqualität von Menschen mit MS auszuwirken. Und das ist das, wo die Studienlage aktuell hingeht und was hier auch eindeutig im Prinzip nachgewiesen wird. Vor diesem Hintergrund ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, einfach immer weiter zu motivieren und da auch wirklich am Ball zu bleiben. Weil ich glaube, wenn man möglichst lange eine hohe Lebensqualität haben möchte, bis ins hohe Alter, das gilt nicht nur für Menschen mit MS, auch für Tumorpatienten und auch für Gesunde, dann sollte man sich tunlichst regelmäßig bewegen. Das war der erste Teil jetzt meines Vortrags, der sich so ein bisschen auf die Symptome bezogen hat und auch mit bestimmten konditionellen Fähigkeiten ja sehr sportwissenschaftlich auseinandergesetzt hat. Und im zweiten Teil möchte ich jetzt auf das eingehen, was mich eigentlich hauptberuflich beschäftigt. Und das ist die Frage, ob sich Bewegung eigentlich auch auf die Krankheit per se auswirken kann und auf den Verlauf der Erkrankung. Und dazu hat mein Kollege, der Ulrik Dalgas aus Dänemark, dieses sehr schöne Modell mal im Prinzip abgebildet oder dargestellt. Und was er gemacht hat, ist Folgendes. Er hat hier unten einmal im Prinzip die klinische Erscheinung der MS abgebildet in diesem grau hinterlegten Bereich und hier oben das Ganze versucht strukturell darzulegen mit MRI-Aufnahmen, also mit MRT-Befunden und hat sich dann gefragt, was passiert eigentlich, wenn sich Menschen ihr ganzes Leben lang regelmäßig viel bewegen, was passiert mit Menschen, die sich erst nach ihrer Diagnose bewegen und was passiert mit Menschen, die sich nie bewegen. Und was man dann im Prinzip hier unten schön sehen kann, wenn man sich diesen Clinical Threshold anschaut, also die Grenze, wo im Prinzip die Erkrankung das erste Mal so auffällig wird, sich so manifestiert, dass man dann im Prinzip das Ganze auch diagnostizieren kann, dann sieht man, dass die Menschen, die sich nie bewegen, das ist hier diese rote Kurve, im Prinzip deutlich schneller diesen Clinical Threshold hier überschreiten im Vergleich zu den Menschen, die zum Beispiel hier sich ihr ganzes Leben lang bewegen. Und dann im Prinzip nachher diese rote Kurve auch steiler ansteigt und damit im Prinzip ein schnellerer Krankheitsprogress und schwerer Krankheitsverlauf dargestellt wird. Und hier wird eben propagiert, dass das Ganze auf der bildgebenden Ebene dann irgendwie auch abgebildet werden könnte. Das bedeutet hier die rote Kurve, eine Hirnvolumenabnahme ganz ohne Bewegung, grün mit Bewegung nach Start der Diagnose und die blaue Linie ganz oben, die positivste in Anführungszeichen, für diejenigen, die sich ihr ganzes Leben lang viel bewegt haben. Heißt oder soll heißen, wenn man sich viel bewegt, sein Leben lang, dann ist es überaus positiv und wirkt sich scheinbar auch positiv hier auf den Krankheitsverlauf aus. Heißt aber auch, dass es eigentlich nie zu spät ist und dass man auch nach der Diagnose im Prinzip
dazu angehalten werden sollte, sich alleine mit Blick auf den Verlauf hier mehr zu bewegen. Und das ist völlig losgelöst von den Befunden, die ich Ihnen gerade zu Lebensqualität und zu Kraft und Ausdauer etc. erzählt habe. Aber das ist ja alles nur ein Modell. Das heißt, das ist ja so eine Idealvorstellung. Und ich habe dann Ihnen mal hier aufgeführt, was eigentlich die aktuelle Datenlage dazu zeigt. Und da muss man sagen, es gibt ganz, ganz wenige Studien bislang, die das systematisch untersucht haben und die auch als primären Endpunkt wirklich Outcomes gewählt haben, also Zielparameter, die dann wirklich den Krankheitsprogress in irgendeiner Art und Weise widerspiegeln. Es gab mal einen ersten Versuch vor 2017 veröffentlicht, also vor 4 Jahren, auch von dieser Gruppe aus Dänemark. Und die haben sich das Hirnvolumen angeschaut mit Blick auf ein Krafttraining, ein progressives. Also die haben in einer randomisierten Gruppe eine Gruppe zugeteilt, die ihr Krafttraining gemacht hat, eine Kontrollgruppe, und haben dann gesehen, dass die Krafttrainingsgruppe mit Blick auf ihr Hirnvolumen sehr stabil geblieben ist und die Kontrollgruppe tatsächlich sich hier über diesen Verlauf dieser Studie, das waren allerdings nur 24 Wochen, leicht verschlechtert hat. Wie gesagt, das ist nicht wirklich belastbar, weil die Studienpopulation, also die Anzahl der Probanden in dieser Studie, in meinen Augen viel zu klein war. Aber es ist zumindest ein vorsichtiger Hinweis darauf. Und die gleiche Gruppe hat in den letzten 2 Jahren eine sehr große Studie durchgeführt, wo sie Ausdauertraining getestet haben. Dort konnten sie keine Veränderung am Ende des Tages mit Blick auf das Hirnvolumen feststellen, was sie aber sehr wohl zeigen konnten. Und das ist vor 3 Wochen, glaube ich, online gegangen, das Paper bei Neurology. Was sie da zeigen konnten, ist, dass die Relapses, also die Schübe, im Schnitt in dieser Trainingsgruppe deutlich weniger häufig aufgetreten sind als in der Gruppe, die eben keinen Sport getrieben hat, also in der passiven Kontrollgruppe. Und zu einem ähnlichen Befund kam damals auch der Klaus Pfeiffer und seine Gruppe aus Erlangen, aus Süddeutschland unten. Die haben Folgendes gemacht in der Befragung. Die haben 550 Patienten knapp befragt, wie viel sie sich denn bewegen würden, und haben dann so einen ganz groben Sportscore oder Sportindex gebildet. Das ist hier abgebildet und man sieht hier, das wäre die Gruppe, die sich wenig bewegt hat, bis gar nicht. Die Gruppe hat sich ein bisschen bewegt, die ein bisschen mehr, und das ist die aktivste Gruppe gewesen. Und wenn man sich dann die Anzahl der Schübe anschaut innerhalb dieser Gruppe oder dieser Gruppen, dann stellt man fest, dass die aktivste Gruppe hier am wenigsten Schübe hat. Dieser Effekt war nicht wirklich oder nicht ganz signifikant, ist ganz knapp an der Signifikanz vorbeigegangen in dieser Studie. Aber das hat zunächst mal auch einen Hinweis darauf gegeben, dass Bewegung tatsächlich sich wirklich auf den Krankheitsverlauf auswirken kann. Ja, und das hat uns dann dazu veranlasst, und da würde ich Sie vielleicht gleich ganz kurz einmal bitten, sich hier einmal einzuloggen oder zumindest irgendwie diesen Link zu kopieren. Ich werde Ihnen diese Folien auch sehr gerne zur Verfügung stellen. Ich glaube, das Ganze wird ja auch aufgezeichnet und Sie können das dann nochmal abrufen. Aktuell eine sehr große Umfrage zu machen, wo wir nochmal viel, viel genauer hinschauen wollen und letztendlich Menschen mit MS befragen wollen, wie viel sie sich bewegen, was sie genau machen, wie lange sie das schon machen, und im Prinzip auch diesen Krankheitsverlauf so ein bisschen dokumentieren, um im Prinzip, und ich gehe jetzt noch mal ganz kurz zurück, in dieses Modell hier ein wenig mehr Leben reinzubringen. Weil, wie gesagt, das ist ein Modell und das wollen wir mit ein bisschen Leben füllen. Und das können wir nur dann, wenn wir im Prinzip auch die entsprechenden Daten haben. Und wir haben das gestartet, das Projekt damals noch, als ich an der Sporthochschule war. Das wird auch von der DMSG mit unterstützt, das auch schon beworben hat, und auch von den Landesverbänden. Und das Ganze machen wir eben mit unseren Kooperationspartnern in der Schweiz zusammen, mit dem Reha-Zentrum in Valence, wo wir auch für diese Studie rekrutieren oder für diese Umfrage. Aktuell sind ungefähr 550 Teilnehmer hier schon drin in dieser Studie, also die haben wir befragt. Und unser Ziel ist hier im Prinzip auf 1.500 bis 2.000 ausgefüllte Fragebögen zu kommen. Und ich wäre Ihnen wirklich sehr, sehr dankbar, wenn Sie im Prinzip hier teilnehmen würden. Gut, so viel dazu und in eigener Sache. Und jetzt will ich diese klinische beschreibende Ebene noch mal so ein bisschen verlassen. Und ich hatte ja schon vorher mal so angedeutet, wenn ich über Sport rede, dann ist das für mich alles andere als Homöopathie. Ich habe nichts gegen Homöopathie, ich bin kein Fan davon, aber ich bin da der Meinung, jedem Kind sein Luftballon. Aber was ich Ihnen sagen will, ist, dass wenn wir uns bewegen, dass wenn wir Sport treiben,
dass wir im Körper was verändern können. Und das können wir eben auch messen. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zur Homöopathie. Wir bewirken also wirklich was. Und das eben nicht nur auf der Placebo-Ebene, also auf der psychologischen Ebene vielleicht, sondern eben auch auf der physiologischen Ebene. Und wenn wir eben nachher Ziel- oder patientenspezifische Bewegungsmaßnahmen machen wollen, dann müssen wir natürlich gucken, dass wir die auch entsprechend gestalten. Und dann muss man natürlich an den Sport und an die Bewegungsmaßnahmen nachher den gleichen Anspruch stellen wie auch an Medikamente oder medikamentöse Verfahren. Das bedeutet, je nachdem, was ich erreichen will, will ich natürlich schauen, dass ich mit dem Sport irgendwie hier dieses sogenannte therapeutische Fenster treffe, um hier einen Effekt zu erzielen. Wenn ich von einem Medikament zu wenig gebe, dann verfehle ich meine Wirkung, dann bin ich unter der Wirkgrenze, das wäre diese blaue Kurve. Oder ich überdosiere das Ganze vielleicht sogar und dann wird es toxisch, dann verursacht es also Probleme. Und das wollen wir natürlich vermeiden und genau deswegen müssen wir diese Studien durchführen, die wir hier immer machen und die ich propagiere und für die ich Werbung mache. Und ich will Ihnen jetzt mal erzählen, so ein bisschen, was denn biologisch passiert, noch auf 3, 4 Folien, damit Sie sich ein Bild davon machen können, dass Bewegung tatsächlich im Körper was verursacht. Und mir ist dabei jetzt ganz wichtig, dass Sie da nicht versuchen, das im Detail zu verstehen. Ich werde Ihnen versuchen, die wichtigsten Dinge mitzugeben. Diese Abbildungen aus diesen Veröffentlichungen sehen manchmal sehr kompliziert aus. Die sollen keinen erschlagen. Hören Sie mir zu und versuchen Sie das so gut wie es geht nachzuvollziehen. Und ich stehe ja nachher auch für Fragen zur Verfügung. Wenn wir uns mit Bewegung, Sport und MS im Kontext von mechanistischen Aspekten irgendwie auseinandersetzen, dann tauchen eigentlich immer 3 große Bausteine auf. Und diese 3 Bausteine sind hier aufgeführt. Das eine ist, Bewegung und Sport wird ein direkter neuroprotektiver Effekt zugesprochen. Das heißt, man vermutet, dass Sport irgendwie Nervenzellen, Nervengewebe schützen kann. Warum das so ist, zeige ich Ihnen dann gleich. Das ist also einer dieser 3 Bausteine. Ein zweiter ist die Entzündung. Ich meine, die MS ist ja eine neuroinflammatorische Erkrankung. Und die Frage ist, können wir durch Bewegung Entzündungsgeschehen beeinflussen? Systemisch, also im ganzen Körper, aber eben auch lokal im zentralen Nervensystem. Und ein dritter Punkt, der unweigerlich mit der Entzündung zusammenhängt, weil eben ganz viele Entzündungsmediatoren auch von Immunzellen ausgeschüttet werden, ist eben das Immunsystem. Die MS wird ja auch als Autoimmunerkrankung beschrieben. Und wir wissen eben, dass wir durch Bewegung das Immunsystem des Menschen massiv beeinflussen können. Und ich möchte Ihnen jetzt zu diesen 3 Bausteinen, also zum Immunsystem, zum Entzündungsprozessen und zur Neuroprotektion, einmal ganz kurz und vereinfacht darlegen, was Bewegung hier wirklich leisten kann. Und wenn wir mit der Neuroprotektion anfangen, dann gibt es einen Faktor, der ganz, ganz wichtig ist. Das ist mit Sicherheit der prominenteste. Das ist dieser Brain-Derived Neurotrophic Factor. Das hört sich sehr kompliziert an. Letztendlich ist das ein Wachstumsfaktor. Und der wird von verschiedenen Geweben ausgeschüttet, unter anderem übrigens auch vom Muskel, wenn wir uns bewegen. Und dieser Faktor ist deswegen so wichtig, weil er eben im zentralen Nervensystem und damit auch im Gehirn Prozesse wie die Neuroplastizität, aber auch die Neurogenese tatsächlich stimulieren kann und auch einen neuroprotektiven Effekt hat. Der verändert so ein bisschen den Stoffwechsel von Nervenzellen und schützt dieses Gewebe. Und vor diesem Hintergrund ist dieser Faktor eben ganz, ganz interessant und wichtig. Und das erzähle ich Ihnen natürlich nicht ohne Grund. Das erzähle ich Ihnen deswegen, weil wir wissen, dass wir diesen Faktor durch Bewegung, durch Sport hochregulieren können. Und das können wir auch messen. Das können wir im Menschen in der Peripherie messen, also im Blut. Das heißt, wenn wir uns bewegen, geht mit jeder Trainingseinheit dieser Faktor kurzfristig nach oben. Es ist aber auch so, und das ist eine der wenigen Studien, die das zeigen konnte bislang, dass wir diesen Faktor durch Bewegung, zumindest in bestimmten Populationen und auch hier bei Menschen mit MS, chronisch hochregulieren können. Das heißt, wenn wir Menschen regelmäßig trainieren, schaffen wir es, die Basislevel oder die Ruhewerte von diesem BDNF etwas nach oben zu fahren. Und das konnten wir hier in dieser Studie mit unseren Kollegen aus dem Iran auch zeigen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Befund. Gut, also das ist diese Geschichte mit der Neuroprotektion und das ist, wie gesagt, einer von vielen Faktoren, von vielen Wachstumsfaktoren, aber das ist eben der am besten untersucht ist und das ist exemplarisch mal so ein Ergebnis. Und was ganz häufig vielleicht in diesem Zusammenhang auch immer so ein bisschen missverstanden wird, ist, wir sehen bei ganz vielen
Dingen, Prozessen im Körper, die wir durch eine akute, also eine einmalige körperliche Belastung, durch eine Jogging-Einheit oder eine Runde auf dem Home-Trainer oder Fahrradfahren messen können. Wir sehen akute Ausschläge. Also auch dieses BDNF geht akut hoch. Und ganz häufig werden in Studien dann keine chronischen Veränderungen gemessen. Das müssen wir aber immer gar nicht. Das heißt, uns geht es gar nicht darum, chronische Veränderungen hervorzurufen, sondern uns geht es manchmal eben auch darum, einen regelmäßig wiederkehrenden, akuten Effekt zu haben, der danach einen Benefit bringen kann. Also mit jeder Trainingseinheit, und das ist das, was ich Ihnen damit sagen will, jede Trainingseinheit zählt. Ja. Genau, das war der eine Punkt. Und jetzt möchte ich im Weiteren auf das Thema Entzündung nochmal eingehen, ganz kurz. Entzündungen sind per se erstmal eine physiologische Reaktion. Das heißt, wenn ich akut eine Entzündung im Körper habe, wenn ich einen Stich habe oder mich schneide, dann sind Entzündungsprozesse etwas ganz Normales und auch was Sinnvolles. Ein Problem haben wir immer dann als Menschen, wenn wir chronische Entzündungen im Organismus haben. Also wenn diese Entzündungen nicht mehr abebben und dann sich im Prinzip systemisch chronisch manifestieren. Und was ich Ihnen hier dargestellt habe, ist der gute alte deutsche Bierbauch. Und den habe ich Ihnen nicht umsonst abgebildet, sondern deswegen, weil eben dieses viszerale Fettgewebe hier eine Quelle für Entzündungsbotenstoffe ist. Das heißt, je mehr viszerales Fettgewebe wir haben, desto mehr Entzündungsbotenstoffe produzieren wir. Das ist gar nicht das Fettgewebe selbst so sehr, sondern es hat vielmehr damit was zu tun, dass im Fettgewebe eben auch Immunzellen wohnen, Makrophagen. Und die werden durch diese Fettzellen, wenn die immer größer werden und immer weiter gesättigt und mit Cola und Snickers gefüttert werden, dann fangen diese Fettzellen irgendwann an, gestresst zu reagieren. Und das machen sie dadurch, dass sie bestimmte Entzündungsbotenstoffe in kleinen Mengen ausschütten. Das ist erstmal lokal im Fettgewebe kein Problem. Das Problem ist dann aber, dass diese Fettzellen letztendlich durch diesen Entzündungsreiz diese Immunzellen hier aktivieren, die auch im Fettgewebe sind. Und die wirken als Verstärker. Die produzieren dann ihrerseits auch Entzündungsbotenstoffe in einem etwas höheren Ausmaß. Und die sorgen dafür, dass dann Immunzellen aus dem ganzen Körper angelockt werden. Die haben also so eine chemotaktische Wirkung, so nennen wir das. Immunzellen wandern ins Fettgewebe ein und werden durch dieses entzündliche Milieu aktiviert. Und dann verlassen sie das Fettgewebe wieder. Und dann haben wir den Salat, weil dann im Prinzip diese Entzündung vom Fettgewebe ins Blut gelangt, systemisch wird und damit letztendlich alle Organsysteme befallen kann. Und wir wissen, dass nicht nur das Übergewicht, sondern auch Entzündungsprozesse einer der Hauptrisikofaktoren für fast alle chronischen Erkrankungen sind. Das fängt bei Tumorerkrankungen an, das geht dann über Stoffwechselerkrankungen über den Diabetes hinweg. Und wir wissen auch, dass das Übergewicht im Prinzip ein Risikofaktor für die MS ist. Deswegen kann man natürlich, wenn man hier mit Sport eingreift und hier dieses Fettgewebe reduziert, zusammen mit einer vernünftigen Ernährung, eben dazu beitragen, diese systemische Entzündung auch zu reduzieren. Das ist also der eine eher indirekte Effekt von Sport. Und der eher direkte Effekt, und das ist das, was ich eigentlich viel spannender finde, ist, dass wir, wenn wir uns akut bewegen, also wenn ich jetzt rausgehe und irgendwie eine Runde joggen gehe oder mich aufs Fahrrad setze, dass ich dann eigentlich erstmal akut ein entzündliches Milieu provoziere. Das heißt, jede Sporteinheit für sich wirkt erstmal entzündlich, macht also kurzfristig eine Entzündung. Das sieht man hier an diesen Botenstoffen, das sind so klassische pro-entzündliche Mediatoren. Man sieht aber auch, dass wenn man mit dem Sport aufhört, im Nachgang eine Reihe von anti-entzündlichen Botenstoffen hochreguliert werden und die gehen sogar nachhaltig hoch. Also das bedeutet im Umkehrschluss, kurzfristig macht Sport eine Entzündung und gefolgt wird das Ganze aber von einem langfristig erhöhten antientzündlichen Milieu. Und das lässt sich eben nicht nur auf dieser Botenstoffebene nachweisen, sondern das lässt sich auch auf der zellulären Ebene nachweisen. Und eine Zellart, die maßgeblich daran beteiligt ist, diese antientzündlichen Botenstoffe herzustellen, sind sogenannte regulatorische T-Zellen und die spielen eben bei der MS auch eine große Rolle. Und wir wissen, dass bei Menschen mit MS, und das wissen wir vorwiegend natürlich aus dem Tiermodell, muss man ehrlicherweise sagen, dass bei diesen MS-Erkrankungen und den Verlaufsformen, den verschiedenen, diese regulatorischen T-Zellen teilweise in den Keller gehen. Das heißt, sie sind runterreguliert und damit kann der Körper im Prinzip keine vernünftige Anti-Inflammation mehr aufbauen. Und dann kann sich anders ausgedrückt die Entzündung ihren Bahn brechen.
ja, weil diese Zellen hier nicht mehr dagegen halten und nicht mehr regulatorisch wirken. Und es gibt einen Marker, der das Ganze nochmal so ein bisschen globaler abbildet, der auch direkt mit dem Progress der MS assoziiert ist. Das ist aus einem ganz einfachen Blutbild zu entnehmen. Das ist diese Neutrophil to Lymphocyte Ratio, das ist also eine Ratio aus verschiedenen Immunzellen. Und was wir hier gemacht haben, das ist auch aus so einer Studie, die wir in der Schweiz durchgeführt haben, dass wir intensives und moderates Ausdauertraining gegeneinander verglichen haben. Einmal akut, das ist das, was Sie hier unten sehen, und einmal chronisch, das ist das, was Sie hier oben sehen. Und was man sieht, ist eben, dass akut das intensive Ausdauertraining zu einem deutlich stärkeren Entzündungsreiz führt, kurzfristig. Das ist dieser Anstieg des NLR hier. Das moderate Ausdauertraining macht das auch, aber mitnichten so stark. Das ist, wie gesagt, der akute Belastungsreiz. Und wenn wir das Ganze über mehrere Wochen machen, stellen wir aber fest, dass im Prinzip dieser stärkere Belastungsreiz dazu führt, dass dieses Entzündungsgeschehen deutlich abnimmt und dieser Trend hier im Prinzip komplett umgekehrt wird und wir ein antientzündliches Milieu schaffen durch die Bewegung. Und das ist sehr, sehr spannend. Und das ist eine der ersten Arbeiten, die im Prinzip diese Immunmarker zusammengebracht hat mit einem klinisch relevanten Parameter, der direkt mit der Krankheit und dem Progress der Erkrankung assoziiert ist. Also ein überaus positiver Effekt hier, den wir durch Bewegung hier abbilden können. Genau. Wenn wir uns über Entzündung unterhalten, dann können wir uns dann letztendlich auch immer noch so ein bisschen über die Blut-Hirn-Schranke unterhalten. Wir wissen, dass wenn wir ein entzündliches Milieu haben, die Blut-Hirn-Schranke gerne aufweicht und dann eben verstärkt auch Immunzellen in das zentrale Nervensystem hinein migrieren können. Und das hier sind Ergebnisse aus einem Mausmodell, ein klassisches MS-Modell, wo vier Gruppen gebildet worden sind. Eine Gruppe naiv, also die haben keine MS gehabt. Dann eine Gruppe, die hat im Prinzip nur MS künstlich induziert bekommen. Und dann hat man eine Gruppe gehabt von Mäusen, die Krafttraining gemacht hat, und eine Gruppe, die Ausdauertraining gemacht hat. Sie können mich nachher in der Diskussion gerne fragen, wie Krafttraining bei Mäusen aussieht. Was man aber hier feststellt, ist, dass im Vergleich zu den gesunden Tieren, die hier unten im Prinzip die X-Achse abbilden, die Tiere, die nichts bekommen, also nur die MS haben, hier den stärksten, größten klinischen Score aufweisen. Und man sieht, die Tiere, die hier Ausdauer und Krafttraining machen, signifikant runterliegen und teilweise im Prinzip fast so gut aufgestellt sind wie die gesunden Tiere. Und wenn man sich dann die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke anschaut, das macht man mit solchen Färbungen, dann stellt man fest, das gesunde Gehirn ist hier im Prinzip gar nicht angefärbt mit dieser Blaufärbung. Das rein MS-befallene Gehirn ist hier stark blau angefärbt, weil die Blut-Hirn-Schranke nicht mehr so dicht ist. Und beim Krafttraining wird das schon ein bisschen weniger und beim Ausdauertraining bin ich wieder fast beim Normalzustand, also kaum Blaufärbung. Das bedeutet, das Ausdauertraining scheint irgendwie die Blut-Hirn-Schranken-Integrität zu verbessern. Und es ist nicht nur so, dass Ausdauertraining hier positiv wirkt, sondern dass auch wieder die Intensität eine große Rolle spielt. Und ich habe es ja schon mehrfach propagiert, dass die Intensität eine große Rolle spielt. Und auch das konnte man hier in diesem Tiermodell sehen, wo das Ganze im Prinzip einmal mit Botenstoffen abgebildet worden ist, also humoral, und einmal zellulär, also mit Immunzellen. Und wenn man sich so klassische entzündliche Botenstoffe wie das IFN-Gamma oder das IL-17 anschaut, dann stellt man fest, dass die Tiere, die hier am intensivsten trainiert haben, das sind diese schwarzen Balken hier und hier, eine deutlich größere Reduktion dieser inflammatorischen, entzündlichen Botenstoffe hatten als die Tiere, die hier moderat trainiert haben. Das sind die Balken in der Mitte. Und die wiederum etwas besser dastehen als die Tiere, die hier gar nicht trainiert haben. Und das Ganze umgekehrt sehe ich auf der antientzündlichen Ebene. Also wenn ich mir antientzündliche Botenstoffe anschaue, dann stelle ich auch hier fest, dass die Tiere, die am intensivsten trainieren, letztendlich die größte antientzündliche Kapazität entwickeln. Und wie ich Ihnen das ja vorher schon dargelegt habe, diese Botenstoffe müssen ja irgendwo herkommen und die werden logischerweise von Immunzellen produziert. Und man sieht dann, dass diese IFN-Gamma und IL-17 produzierenden Zellen im zentralen Nervensystem bei den Tieren, die am intensivsten trainieren, hier tatsächlich signifikant runtergehen. Und im Gegensatz dazu die regulatorischen T-Zellen, die also diese antientzündlichen Botenstoffe produzieren, hier hochgehen. Und damit hat man in Summe eben auch nicht nur einen peripheren antientzündlichen Effekt, sondern auch einen im zentralen Nervensystem. Und das ist ja genau das, was wir haben möchten. Genau, ich glaube, das mit dem Tryptophanstoffwechsel überspringe ich hier. Ich hatte Ihnen jetzt noch einen weiteren Aspekt genannt. Zu guter Letzt
möchte ich Ihnen, bevor ich zum Fazit komme, noch ganz kurz Bewegungsempfehlungen geben. Das war jetzt auch ein bisschen Hardcore-Biologie, die ich Ihnen da erzählt habe. Und ich finde das schon immer wichtig, dass man da sieht, dass da was passiert im Körper. Aber Sie wollen natürlich auch wissen, was kann ich machen? Und ich werde dann ganz häufig gefragt, ja, ist es jetzt denn so, dass wenn ich MS habe, dass ich mich dann irgendwie anders bewegen muss oder dass ich auf irgendwas besonders Acht geben muss? Und das würde ich zunächst mal grundsätzlich verneinen. Das heißt, eigentlich gelten für Menschen mit MS und auch für Menschen mit Tumorerkrankungen und Menschen mit Übergewicht zunächst mal ganz normale Bewegungsempfehlungen. Und nur damit Sie mal so eine Idee dafür bekommen, was denn eigentlich die Bewegungsempfehlungen sind. Und die sind erst letztes Jahr von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation, überarbeitet worden. Das ist also sehr aktuell. Und was Sie hier sehen, ist, dass man zunächst mal zwei Arten von Aktivität differenziert. Man hat einmal Ausdaueraktivitäten und man hat auf der anderen Seite Krafttraining. Und das ist neu. Das Krafttraining war früher in den Guidelines nicht drin. Mittlerweile empfiehlt die WHO eindeutig, man sollte mindestens zweimal pro Woche Kräftigungsübungen machen. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und da geht es nicht darum, dass man irgendwie so ein paar Gewichte rumschubst, so ein bisschen locker, sondern es soll wirklich anstrengendes Krafttraining sein. Und auf der anderen Seite sind hier diese Empfehlungen für die Ausdauer, für das Ausdauertraining. Und Sie sehen, das sollten 150 bis 300 Minuten moderates Ausdauertraining sein oder, und jetzt kommt das große Oder, und das ist das, was mir ganz, ganz wichtig ist, mindestens 75 Minuten pro Woche intensives Ausdauertraining. Und ich hatte Ihnen ja vorher schon immer gezeigt, dass die Intensität der Belastung schon eine gewisse Rolle hat. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass die WHO das mittlerweile abbildet in ihren Guidelines. Das heißt, die Intensität spielt scheinbar eine sehr, sehr große Rolle. Und ich bin überzeugt davon, wenn man das Ganze biologisch betrachtet, dass diese kürzeren, intensiveren Trainingseinheiten nicht nur kurzweiliger sind, sondern auch, was die Biologie, die dahinter steckt, deutlich effizienter, weil sie eben größere Auslenkungen provozieren. Genau, und zum Thema Krafttraining vielleicht noch, das ist die Frage, ja, jetzt ist ja gerade Corona, der Mensch sucht ja immer Ausreden, ich kann ja nicht mehr ins Fitnessstudio gehen gerade. Dazu muss man vielleicht sagen, es gibt ja mittlerweile diese ganzen tollen Videos, die man auch zu Hause machen kann. Das heißt, diese Ausrede, ich kann mir kein Fitnessstudio leisten oder es regnet gerade, ich kann nicht raus, die zählt eigentlich nicht, weil es gibt eine ganze Reihe von tollen Anleitungen, auch online basiert. Man kann sich auch theoretisch einen Personal Trainer online zuschalten, wo im Prinzip sehr schön gezeigt und dargestellt wird, wie man ein sehr effizientes Krafttraining auch mit dem eigenen Körpergewicht zu Hause machen kann. Und das kann man auch sehr schön adaptieren. Das bedeutet, eine Liegestütze, nicht jeder kann eine Liegestütze und nicht jeder muss eine Liegestütze können. Aber es gibt ganz viele Abwandlungen davon, die für jeden umsetzbar sind. Und da spielt das Alter und der Grad der Einschränkungen bei bestimmten Erkrankungen gar keine große Rolle, weil man dort immer Lösungen finden kann. Natürlich, das vielleicht so ein bisschen einschränkend, das ist das, was ich auch mal so ein bisschen problematisch sehe, ist, dass diese Übungen natürlich gerne vorgemacht werden von irgendwelchen Models, die vielleicht schön anzuschauen sind, die aber nicht dem Normalbürger entsprechen, sondern irgendwie irgendwelchen Klischees und Schönheitsidealen. Davon darf man sich nicht täuschen lassen und es geht darum, mitzumachen und sich überhaupt zu bewegen. Und deswegen rate ich dazu dringend an. Und es gibt keinen Grund, warum man dann sagen sollte, dass jemand, der MS hat, irgendwie von diesen Bewegungsempfehlungen hier abweichen sollte. Also das ist das, was Sie und was ich eigentlich mindestens machen sollten und leisten sollten. Gut, dann fasse ich nochmal zusammen. Also Bewegung und Sport erhöhen die körperliche Leistungsfähigkeit bei MS. Ich hatte Ihnen das am Anfang, glaube ich, ganz schön dargestellt. Das ist, wie gesagt, kein Wunder, aber das ist ganz, ganz wichtig. Dann können Bewegung und Sport eben bestimmte Symptome reduzieren. Ich habe das Fatigue genannt. Ich habe auch so ein bisschen vorsichtig auf die kognitive Leistungsfähigkeit hingewiesen. Und sie erhöhen eben die Lebensqualität. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, der natürlich durch die Erstgenannten auch beeinflusst wird. Und zu guter Letzt, und das ist hoffentlich der größte Antrieb für Sie, und das ist das, was ich Ihnen unbedingt mitgeben möchte, dass Bewegung und Sport eben tatsächlich das Potenzial haben, den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Und ich glaube, eine viel, viel bessere Motivation kann man ja eigentlich nicht haben.
Ja, und damit bedanke ich mich. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht ewig überzogen und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, hier ist Marianne. Hallo, Herr Dr. Zimmer. Ganz lieben Dank für diesen sehr kurzweiligen und wahnsinnig interessanten Vortrag. Ich habe jetzt schon schlechtes Gewissen und fühle mich so, als müsste ich gleich die Turnschuhe an die Füße schnallen und loslaufen. Es sind auch einige Fragen eingegangen. Und wir hatten am Schluss ja, da haben Sie einige Fragen auch damit beantwortet, diese Übersicht gezeigt von der WHO. Ja. Mit diesen Breiten. Und es kamen auch ein paar Fragen dazu, zum Beispiel, ob auch so ein intensives Ausdauertraining wirklich bis zum Zusammenbruch am sinnvollsten ist. Man kennt ja auch so von diesem Krafttraining, dass man sagt, wirklich bis zur Erschöpfung soll man arbeiten, um einen Erfolg zu haben. Aber kann man das auch auf, praktisch auf die MS ummünzen, dass man wirklich, bis man nicht mehr kann, trainieren soll, um einen Effekt zu erzielen? Ja, also den Effekt hat man auch schon vorher. Der Effekt ist aber dann am größten, wenn man auch nah ans Limit geht. Das ist gar keine Frage. Das Problem ist, wenn man da keine Erfahrung hat, dann würde ich davon abraten, von 0 auf 100 so zu starten. Sondern dann gilt es natürlich, sich einigermaßen langsam ranzutasten. Also da würde ich mich erstmal, also wenn ich jetzt einen Hometrainer zum Beispiel habe oder auch joggen gehe oder gehe, walken gehe, dann würde ich natürlich gucken, dass ich das erstmal gleichmäßig mache, dass ich das irgendwie 2, 3, 4 Wochen, 2, 3 Mal pro Woche mache, für 30 Minuten, vielleicht dann auch für 40 Minuten, wenn es möglich ist, bei einer gleichen moderaten Belastung. Und dann kann man das Ganze steigern. Ne, dann kann ich mal gucken, dass ich von diesen 3 Trainingseinheiten pro Woche vielleicht eine mal ersetze, wo ich so Belastungsspitzen reinbringe. Und ich kann Ihnen ja mal sagen, wie so dieses klassische hochintensive Intervalltraining aussieht, also das Standardprogramm quasi, was wir auch dann in den Kliniken fahren. Das ist ein sogenanntes 4x4-Programm. Das sind also 4 Minuten Belastung bei einer sehr hohen Intensität. Das heißt, da geht man wirklich an die Leistungsgrenze und dann macht man 4 Minuten Pause bei einer ganz niedrigen Belastung, also im Prinzip im Leerlauf. Dann wieder 4 Minuten Belastung, dann wieder 4 Minuten Pause und das Ganze 4-mal, also mit 4 Belastungsblöcken letztendlich. Und das ist natürlich im Prinzip der Standard. Damit kann aber nicht jeder anfangen. Und wenn man am Anfang sagt, man macht 2 Minuten Vollgas oder 1 Minute Vollgas und dann 4 Minuten locker, dann ist das zwar auch vollkommen okay. Und das kann man dann im Prinzip sukzessive steigern. Okay, das heißt auch mit diesem therapeutischen Fenster, was Sie vorhin sagten, das ist auch individuell dann bei jedem? Oder ist dieses therapeutische Fenster bei jedem so gleich, wie man sagt, also um wirklich einen Effekt zu haben? Ja, das therapeutische Fenster oder die Anpassungserscheinung ist davon abhängig, wie fit jemand ist. Ja, okay. Und das sollte man natürlich vorher erfassen. Also wenn ich das jetzt im Rahmen einer Studie mache, dann würde ich den Menschen vorher testen und dann würde ich aufbauend auf dieser Testung im Prinzip das Trainingsprogramm gestalten. Jetzt will und kann das aber auch gar nicht jeder. Also ich hatte jetzt nicht jeder die Möglichkeit, zu einem Sportmediziner zu rennen und sich da irgendwie komplett durchchecken zu lassen. Ja, vor allem in der aktuellen Situation nicht. Und vor dem Hintergrund kann man das auch selber ganz gut machen. Das Einzige, was man, wenn man sich intensiv belastet, ausschließen sollte, ist, dass irgendwelche Vorerkrankungen da sind. Also vor allem kardiale Vorbelastung oder Vorerkrankungen. Das heißt, wenn ich wirklich plane, mich so intensiv und so lange auch so zu belasten, so wie ich das jetzt gerade dargestellt habe, dann ist es vielleicht ratsam, mal zum Hausarzt oder zum Kardiologen zu gehen und ein Belastungs-EKG zu fahren. Einfach nur, um sich abzusichern. Okay. Und kann man auch durch eine körperliche Überbelastung in dem Fall einen Stuhl verursachen im Rahmen der MS? Das ist bis jetzt nicht bekannt. Also es gibt keine einzige Studie, die das zeigt. Und das Extremste, was bis jetzt gemacht worden ist, also 2 Sachen, die ich also als extrem empfinde, weil ich dieses HIIT per se nicht als extrem befinde. Weil man sich die Gesamtbelastung anschaut, die Leistung, also in Watt, das ist ja Energie pro Zeit, die dort geleistet wird, bei so einem hochintensiven Intervalltraining gar nicht unbedingt größer ist als bei dem kontinuierlichen Ausdauertraining. Das eine ist einfach nur kürzer und intensiver und das andere ist eben länger. Und die Gesamtleistung, die dort erbracht wird, ist meistens identisch, die gleiche. Also das muss man sich immer bewusst machen dabei. Trotzdem, die intensivsten Sachen, die mir so untergekommen sind bislang, es gab letztes Jahr in einem amerikanischen Journal sehr hoch veröffentlicht, eine Studie, die haben so eine Art von Training mit primär progredienten Patientenkollektiv mal durchgeführt. Das hat sehr gut funktioniert, ohne jegliche, Adverse Events. Also das war gut durchführbar. Und die andere Geschichte war eine belgische Gruppe, die hat
gesunde und Betroffene mit MS auf den Mont Ventoux vorbereitet, also auf so eine extreme Bergfahrt bei der Tour de France. Das ist so ein klassisches Etappenziel. Die haben da ein halbes Jahr sehr intensiv sich darauf vorbereitet, diese Menschen. Und da gab es keinen Unterschied zwischen Gesunden und Betroffenen. Und das sind so die Extrembelastungen. Das ist natürlich jetzt nichts Repräsentatives, aber das ist, das war machbar und das hat nicht zu mehr Schüben oder irgendwas anderem geführt. Okay. Dann kam noch eine Frage, wie sich Sport auswirkt auf die Muskulatur, wenn der Partnermuskel bzw. der Gegenspieler zum Beispiel durch die MS gelähmt ist. Ja. Haben Sie da, darfst du bitte irgendwas sagen? Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Und was wir häufig beobachten bei uns in den Studien, ich kann das jetzt nur aus der eigenen Erfahrung berichten, auch aus den Reha-Kliniken, dass wenn wir intensive Belastung applizieren, also gerade so Ausdauertests am Anfang, die wir häufig machen, dass dann Spastiken auftreten. Ne? Ab einer gewissen Zeit auf jeden Fall. Das ist erstmal kein Problem, wenn das kurzfristig der Fall ist irgendwie. Aber das schränkt dann die Aussagekraft unserer Studienergebnisse teilweise ein. Das heißt, der limitierende Faktor ist häufig gar nicht die Puste, also die Ausdauer per se, kardiovaskulär, sondern eher das muskuläre Problem. Aber das können wir natürlich durch Kraft und durch Ausdauertraining langfristig, wenn überhaupt, verbessern. Ja, also verschlechtern mit Sicherheit nicht. Und da ist es auch unabhängig von der Intensität. Okay. Ich habe dann noch eine Frage zum Beginn Ihres Vortrages. Da gingen Sie auf Sport und die Fatigue ein. Wie lange hat es denn gedauert, bis man da einen Effekt gemerkt hat? Also wie lange mussten die Patienten, die Probanden trainieren, um einen Effekt bezüglich der Fatigue festzustellen? Ja, also im Rahmen der Studie waren das 8 Wochen. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die auch kürzere Zeiträume haben, auch einige, die länger sind. Das Problem ist, dass, und das muss man einschränkend dazu sagen, dass ganz selten und ganz wenige von diesen Studien methodisch wirklich sauber sind. Das heißt, wenn ich mir so ein Phänomen wie der Fatigue-Problematik nähern möchte, dann müsste ich ja eigentlich erstmal darauf Acht geben, dass die Teilnehmer in so einer Studie per se erstmal schon eingeschränkt sind. Also die sollten ja Müdigkeit haben, weil es macht ja keinen Sinn, bei jemandem, der nicht müde ist, Müdigkeit zu messen. Ja? Und weil eben die Fatigue häufig nicht der primäre Endpunkt ist, ist das bei diesen Studien manchmal gar nicht der Fall. Das heißt, das ist das eine Problem. Und Sie haben jetzt gerade nach der Dauer gefragt. Also ab wann stellt sich dort ein positiver Effekt ein? Auch das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil in aller Regel diese Studien 2 oder 3 Messzeitpunkte haben, am Anfang und am Ende der Intervention. Und das sind dann, da wird auch gemessen. Und eigentlich müsste ich ja jeden Tag messen, um individuelle Verläufe darstellen zu können. Und das wird eben nicht gemacht, sondern da wird dann geguckt, wie sieht es vorher, nachher aus. Deswegen kann ich die Frage nicht so ganz einfach beantworten. Ne? Okay, trotzdem ganz lieben Dank. Dann kam noch eine Frage, ich denke, Sie haben sie schon mal beantwortet, aber ich lese sie trotzdem nochmal vor. Neben der Steigerung der Fitness, wie wichtig ist denn der neuroregenerative Aspekt des Trainings für MS-Patienten im Hinblick auf den Therapiefortschritt? Ja, ich hoffe, das ist quasi in diesem zweiten Teil meines Vortrags so ein bisschen klar geworden. Also wenn man über Neurorehabilitation spricht und darunter verstehe ich dann tatsächlich auch die Biologie so ein bisschen, dass wir da eben große Effekte haben. Also der erste Teil meines Vortrags war ja wirklich bezogen auf Körperlichkeit und auch vielleicht auf Fatigue und Kognition. Und der zweite Teil war ja eher mechanistisch mit Blick auf den Krankheitsverlauf. Und ich hoffe, es ist schon klar geworden, dass wir durch Bewegung im Körper eine ganze Menge von Prozessen anstoßen und durch Sport, die dazu beitragen, dass das zentrale Nervensystem gesund bleibt. Haben Sie auch einen Tipp, so zum Beispiel aus der Sportpsychologie, was man als Motivationshilfe nutzen kann, um sich eben diesem regelmäßigen Training auch zu unterziehen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, das werde ich auch oft gefragt, aber ich bin eben kein Psychologe. Ne? Ich bin Sportwissenschaftler und Neurowissenschaftler und ich tue mir da immer schwer, da irgendwie große Tipps zu geben. Aber immer, wenn ich gefragt werde, sage ich das Gleiche. Und meine Antwort ist immer, dass man Bewegung einfach in seinen Alltag integrieren muss. Weil es ist eben für die Gesunderhaltung, nicht nur mit Blick auf die MS, ein ganz, ganz zentraler Baustein. Und wir bewegen uns zu wenig. Und ich bringe immer als Gegenbeispiel, jeder Mensch putzt sich auch die Zähne, damit seine Zähne nicht wegfaulen irgendwie und kein Karies entsteht. Und wenn man sich die Zähne putzt, dann sollte man seinem Körper auch den Gefallen tun, sich einmal am Tag mindestens zu bewegen. Ja, das muss ja nicht immer irgendwie Sport sein, aber
Das muss man dann, wenn man das Sport als Sport betiteln möchte und so wie die WHO das hier empfiehlt, dann müsste ich mir eben auch einmal am Tag für 15 bis 30 Minuten die Mühe machen, mich irgendwie zu bewegen. Und ich, deswegen dieses Zähneputzbeispiel. Ja? Also jeder putzt sich die Zähne, dann muss man auch die Zeit finden, sich bewegen zu können. Und dann zu argumentieren, ich habe keine Zeit, das halte ich für sehr, sehr gewagt. Also ich kann das jetzt nur auf mich beziehen. Ich habe 3 kleine Kinder und habe so eine 70-Stunden Arbeitswoche ungefähr und schaffe es trotzdem, mich jeden Tag zu bewegen. Und ich glaube, dass es viele andere Menschen nicht ganz so viel vielleicht zu tun haben und trotzdem die Möglichkeit hätten, sich ein bisschen mehr zu bewegen. Also in meinen Augen ist da auch immer viel Ausrede dabei. Trotzdem gibt es auch Tage, wo man keine Lust hat, sich zu bewegen und wo man sich vielleicht auch nicht danach fühlt. Und dann sollte man das vielleicht auch nicht tun. Aber immer ans Zähneputzen denken. Dann eine Frage rein. Sie hatten jetzt grundsätzlich Sport und MS gesagt. Gibt es da Unterschiede zu den verschiedenen Verlaufsformen? Es wird jetzt gezielt bei sekundär-progredierender MS gefragt. Oder deckt sich das mit den Ergebnissen, die Sie bereits präsentiert hatten? Nee, also das Problem ist, dass häufig in Studien sekundäre progrediente Verlaufsformen und diese Relapsing-Remitting-Verlaufsformen zusammengefasst werden, also im Sportbereich. Wir sehen aber auf der biologischen Ebene durchaus unterschiedliche Effekte. Ich kann das, oder ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren. Es ist noch schwierig, eine Aussage darüber zu treffen, für wen eine bestimmte Intervention mehr oder weniger bringt. Soweit sind wir noch lange nicht, aber man sieht schon teilweise, dass die Patienten oder Betroffenen unterschiedlich reagieren. Also mit diesen beiden Verlaufsformen. Und mit Blick auf die primär progredienten Verlaufsformen gibt es kaum Untersuchungen. Also die allermeisten Studien werden mit sekundär progredienten und relapsing remitting Verlaufsformen letztendlich durchgeführt. Und die werden eben auch leider Gottes häufig gepoolt, ne? Also einmal wurde noch gebeten, auf den Tryptophan-Stoffwechsel vielleicht auch noch mal ganz kurz einzugehen. Ist das möglich, dass man das mal ja, das mache ich sehr gerne. Also ich habe das jetzt, weil ich nicht wusste, wie ich in der Zeit liege, aber das ist ja mein Steckenpferd sozusagen. Also das ist das, was ich hauptberuflich mache und das finde ich sehr spannend. Deswegen freue ich mich natürlich über die Frage. Dann würde ich noch mal ganz kurz was zu dieser Folie hier erzählen, wenn ich darf. Und zwar geht es um Folgendes, also Tryptophan ist den meisten wahrscheinlich irgendwie bekannt, das ist eine Aminosäure, eine essentielle, die wir mit der Nahrung aufnehmen und das, was die allermeisten Menschen kennen, ist das Serotonin, das ist quasi ein Stoffwechselweg, den das Tryptophan hier aufgehen kann und das wäre dann das Endprodukt und das Serotonin ist ja auch ein Neurotransmitter, der geläufig ist. Man sieht aber, das ist verhältnismäßig wenig Tryptophan, das in diesen Stoffwechselweg hier reingeht. Das sind eigentlich weniger als 10%. Ein ganz geringer Anteil geht auch noch in den Proteinaufbau rein. Also auch wenn wir zum Beispiel Muskelmasse aufbauen wollen, brauchen wir ja auch Aminosäuren. Das sind so 2-3% ungefähr. Der überwiegende Anteil geht aber eben in diesen sogenannten Kynurenin-Pfad hinein. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Warum? Dieser Kynurenin-Pfad kann unter bestimmten Umständen im Körper dysreguliert oder fehlreguliert sein. Und das passiert vor allem unter entzündlichen Bedingungen. Also immer, wenn wir eine Entzündung haben, schmeißt dieser Kynurenin-Pfad in allen möglichen Körperzellen, weil der evolutionär sehr hoch konserviert ist, also fast überall im Organismus, diesen Pfad hier an. Die Frage ist, warum ist das für die MS interessant? Das hat damit was zu tun, weil in diesem Kynurenin-Pfad Stoffwechselprodukte entstehen, Metabolite, die unter anderem massiv neurotoxisch sind. Zum Beispiel hier diese Quinolinsäure. Und was man hier sehr schön sehen kann, also die wirkt neurotoxisch, schädigt direkt Gliazellen und auch Neuronen. Was man hier sehen kann mit Bezug auf die MS, dass wenn man die verschiedenen Verlaufsformen hier vergleicht mit gesunden Kontrollen, dass tatsächlich ein erhöhter Anstieg, vor allem bei Menschen mit primär progredienten Verlaufsformen hier zu verzeichnen sind. Und das im Prinzip auch herangezogen wird, um einen Teil dieser schnelleren und schweren Verlaufs zu erklären. Und auf der anderen Seite hat man einen Gegenspieler, das ist die Kynureninsäure. Die wird immer als Antagonist im Prinzip beschrieben, also als Gegenspieler zur Quinolinsäure, die hier neurotoxisch ist,
mit dieser Kynureninsäure werden neuroprotektive, also schützende Eigenschaften zugesprochen. Und das Spannende ist eben, dass wir durch Sport hier an zwei Stellen einschreiten können. Zum einen können wir hier bei der Entzündung eingreifen und können diesen Pfad per se so ein bisschen runterbremsen. Das ist aber eher eine kurzfristige Geschichte. Viel spannender ist, dass wir durch Sport vor allem in der Muskulatur und das, was meine Arbeitsgruppe zeigen konnte, auch in Immunzellen, dieses Enzym hier, diese Kynurenin-Aminotransferase, hört sich kompliziert an, hochregulieren können. Und damit sorgen wir letztendlich dafür, dass wir weniger neurotoxisches Substrat haben und mehr neuroprotektives. Und das ist deswegen für mich im Weiteren so interessant, weil ich ja Immunologie mache. Also ich beschäftige mich ja mit dem Immunsystem und diese Kynureninsäure letztendlich einen Transkriptionsfaktor aktiviert. Das ist sehr kompliziert jetzt, aber am Ende des Tages sorgt es dafür, dass regulatorische T-Zellen entstehen. Und die regulatorischen T-Zellen wiederum waren ja die Zellen, die Anti-Entzündung machen, also gegen die Entzündung wirken. Ja, und mit jeder körperlichen Belastung fahren wir im Prinzip kurzfristig hier die Kynureninsäure hoch und das sorgt letztendlich dafür, dass mehr regulatorische T-Zellen entstehen können. Und auch Effektorzellen teilweise eingebremst werden in ihrer Funktion, also zum Beispiel zytotoxische T-Zellen. Und was wir jetzt gerade kürzlich hier accepted bekommen haben bei Neurology, Neuroimmunology und Neuroinflammation, also bei einem wissenschaftlich sehr ordentlichen Journal, ist die Geschichte, dass wir nicht nur zeigen konnten, dass wir diesen Kynurenin-Pfad durch Sport beeinflussen bei Menschen mit MS, sondern dass wir das Ganze auch zusammengebracht haben mit dem Plasma-NFL, das ja im Prinzip ein peripherer Surrogat oder Schädigungsmarker ist, der in einer ganzen Reihe von Studien mittlerweile auch als primärer Endpunkt dient. Das wird immer so ein bisschen heiß diskutiert, aber was wir eben sehen können, ist, dass wir vor allem durch die Akutbelastung dieses NFL herunterregulieren können. Und das ist schon ein ganz schön spannender Befund letztendlich. Und es wurde im Vorfeld auch schon beschrieben, nicht von uns, sondern von anderen Gruppen, dass dieser Kynureninpfad direkt mit den Leveln dieses NFL assoziiert ist. Und auch das konnten wir letztendlich zeigen. Und für die Kliniker, ich weiß, die meisten von Ihnen sind ja interessierte Menschen mit MS oder Angehörige, aber es sind ja auch ein paar Ärzte dabei, vielleicht auch für die anderen interessant, aber was wir sehen können, ist, dass wir durch eine akute Belastung, intensitätsabhängig, also je intensiver wir uns belasten, das NFL herunterregulieren können. Das hat nichts damit zu tun, da bin ich überzeugt davon, dass wir akut hier den super-duper positiven Effekt aufs zentrale Nervensystem haben. Aber man muss Acht geben, wenn man im Rahmen von solchen Studien oder auch der Routinediagnostik NFL-Analysen macht, dass der Patient davor nicht die Treppe hochgerannt gekommen ist. Ja, weil wenn ich mich davor, also vor dieser Entnahme körperlich belaste, intensiv, dann gehen diese Werte tatsächlich signifikant runter, vor allem bei der intensiven Belastung. Also nach einer einmaligen Einheit schon. Und dann habe ich unter anderem oder unter Umständen verfälschte Werte. Und diese Verfälschung ist nicht unerheblich. Das ist so ein bisschen wie bei PSA-Messungen, bei Prostatavergrößerungen, ne? Also zur Abklärung von Prostatakarzinomen. Also da muss man aufpassen. Und deswegen, unabhängig von allen biologischen Effekten durch Bewegung, ist das auch für die Kliniker hier hochrelevant. Genau, so viel zum Kynureninpfad. Ich habe versucht, es einfach zu halten. Nee, war sehr spannend. Es kam jetzt noch eine einzige Frage bezüglich eines Patienten, der auch bereits viel Sport macht und auch berichtet, dass er da auch die Möglichkeit hat, seine Symptome, also brennende Schmerzen oder auch Kribbeln, ein bisschen im Griff zu behalten. Aber alle sind wohl jetzt hochmotiviert, dieses intensive Ausdauertraining zu machen. Von daher kommt die Frage, Sie haben es zwar schon mal gesagt, man soll gucken mit den Schmerzen, inwieweit man da an seine Grenzen kommt. Aber raten Sie dann eher, dass man sich dann auch an einen Sportmediziner wendet, der einen da begleitet, inwieweit man die Schmerzen, die vielleicht schon bestehen, überschreiten kann, um trotzdem noch einen Effekt zu erzielen? Oder wo man dann auch zurückrudern muss und sagen muss, okay, das ist jetzt zu viel, ich überlaste meinen Körper. Oder kann man das selbst auch für sich da so eine Grenze finden und sagen, okay, ich höre auf meinen Körper, dieses Maß ist dann zu viel. Oder hier die Grenze, bis dahin kann ich meinen Körper weiter trainieren. Ja, das ist eine super Frage. Das Problem, und ich meine das gar nicht despektierlich, es gibt fast keine Sportmediziner, die sich damit auskennen. Das ist das große Problem. Das heißt,
Sie können jetzt zu Ihrem Hausarzt gehen oder zu Ihrem Kardiologen, der vielleicht eine sportmedizinische Fortbildung hat, oder auch zu einem Sportmediziner an der Uniklinik. Die werden sich aber mit dieser spezifischen Thematik nicht auskennen. Das macht das Ganze ja auch immer so schwierig. Also ich werde immer gefragt, warum gibt es nicht mehr Beratungsangebote für solche Geschichten? Ne? Das Problem ist, wir können eben nicht alles bedienen. Also ich versuche Evidenz zu generieren und im Prinzip das jetzt auch auf solchen Veranstaltungen wie hier zu propagieren. Aber ich kann nicht parallel dazu noch irgendwie 4 Tage in der Woche Beratung machen. Also wir wollen das zunehmend auch anbieten. Ich werde auch einen ärztlichen Kollegen bei mir in Dortmund jetzt zeitnah einstellen, der im Prinzip 2-mal in der Woche solche Sprechstunden macht. Und trotzdem ist es schwierig, dort Informationen zu finden. Und das Problem ist eben, wenn man auf so die einschlägigen Homepages geht von der DMSG und so, und auch das meine ich gar nicht böse, das, was dort steht, ist eben häufig sehr veraltet. Da stehen solche Geschichten wie Laufen ohne Schnaufen und so, das ist dann ideal. Und das stimmt halt schlichtweg nicht. Das ist einfach nicht mehr der neueste Stand. Und vor dem Hintergrund, das mit diesen Beratungsangeboten ist nicht so trivial. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass damit auch gerne viel Geld verdient wird. Ja, also wenn Ihnen jemand sagt, ich biete Ihnen jetzt hier das super-duper Trainingsprogramm an, das ist häufig gar nicht das, was man braucht. Ich weiß, die Menschen denken immer, wenn sie für irgendwas zahlen, dann ist es irgendwie besonders gut, aber das ist eben nicht der Fall. Und das, also wenn ich Ihnen sage, Sie können sich da selber rantasten langsam, zumindest wenn es kardiologisch abgeklärt ist, und dann probiert man es aus. Und wenn ich mich völlig unerfahren körperlich mal so ein Hit-Programm hier machen würde, dann würde es mir nach dem ersten Mal auch keinen Spaß machen und wahrscheinlich würde ich auch ein gewisses Übelkeitsgefühl danach empfinden. Und beim zweiten Mal vielleicht auch noch und nach dem dritten und vierten Mal wird es besser. Und dann gewöhne ich mich dran und ich merke, dass ich leistungsfähiger werde. Das heißt, an diese Art der Belastung muss man sich auch erstmal gewöhnen und rantasten. Und deswegen gilt das, was ich vorher gesagt habe. Langsam anfangen, diese Intervalle steigern und dann ist es schon so, wenn man selber trainiert, dass da auch eine gewisse Motivation dazu gehört. Also man muss sich da schon pushen und das kann auch nicht jeder, sich dann selber in diese Belastungsfelder so reinzubringen. Ne, das kann schon mal schmerzen. Aber deswegen ist es ja so schön, dass es auch so viele Online-Angebote gibt. Ja, also sowas wie Spinning zum Beispiel, was ja in Fitnessstudios häufig angeboten wird, ist ja letztendlich nichts anderes. Das ist dann nur mit schöner Musik hinterlegt irgendwie oder naja, Geschmackssache, ob die Musik dann immer schön ist oder nicht. Aber zumindest mit Musik hinterlegt und hat dann nochmal eine andere motivationale Komponente, als wie wenn ich Ihnen jetzt hier sage, 4x4 Minuten auf dem Fahrrad. Ne? Okay. Ja, dann sind keine weiteren Fragen mehr reingekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz sehr, Herr Zimmer, für diesen wirklich wahnsinnig guten Vortrag, der uns alle motiviert und auch ein leicht schlechtes Gewissen gemacht hat. Ich würde mich an dieser Stelle nochmal bei unseren Sponsoren bedanken auch, ohne die solche Veranstaltungen überhaupt nicht möglich wären. Wir sehen auch hier eine kleine Übersicht. Markus, werden wir gleich sehen. Und im gleichen Zuge würde ich ganz gerne nochmal auf den nächsten Patienten-Podcast hinweisen. Der wird am Dienstag, den 2.3. sein. Und auch um 17 Uhr, und da schauen wir uns mal das Immunsystem bei MS, Covid-19 und weitere Themen, die bis dahin auftreten, nochmal an. Ich bedanke mich bei allen für das Zuschauen. Ich bedanke mich bei Markus für die Technik und die seelische und moralische Unterstützung. Und nochmal ein ganz großes Dank an Sie, Herr Zimmer. Und ich wünsche Ihnen allen dann noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Denken Sie an die Frage. Ja, die verschicken wir noch mit dem nächsten Newsletter. Perfekt, vielen Dank. Alles klar, Dankeschön. Bis dann, tschüss. Tschüss.